Hallo und herzlich willkommen zur 15. Lesung eines regulären Beitrags aus meinem Blog rksap.org. Diesmal, und dann kam Corona Teil 2. Nachdem im ersten Teil von letzter Woche, und dann kam Corona Teil 1, schon festgestellt wurde, dass viele mit der aktuellen wirtschaftspolitischen Überwindung der ökonomischen Gefahren und tatsächlichen Schäden durch die Corona-Pandemie ja die Hoffnung auf ein anderes, nachhaltig sozialeres, ökologischeres und manche wie ich auch auf ein stärker sicherheitsorientiertes Wirtschaften verknüpfen, von einer Abkehr von einer Ideologie, die man gemeinhin als neoliberal, wirtschaftslibertär oder neoproprietär bezeichnet. Es dann aber vor allem erstmal um die Definition dieser drei Begriffe ging, um die Situation vor Corona und um das, was man eigentlich erreichen möchte, soll es in diesem Beitrag vor allem darum gehen, zu beurteilen, ob man Anzeichen dafür erkennen kann, dass man tatsächlich auf dem Weg zu einer nachhaltig sozialeren, ökologischeren und sicheren Welt von Deutschland aus ist. Als die wichtigsten Voraussetzungen dafür wurden ja vor allem die Einsicht und die Bereitschaft, einen hinreichend aktiven Ausgleich wirtschaftlicher oder finanzieller Art, eine hinreichende Priorisierung der Wirtschaftstätigkeit, vor allem hin zu einer gemeinsamen Grundbedarfsdeckung und hinreichende Regulierung zu sozialen, ökologischen, sicherheits- und zukunftsorientierten Zwecken herbeizuführen, als Ziel und Aufgabe ausgemacht. Die Aufgabe oder vielleicht besser der Zweck des Marktes ist es eben, die beiden beweglichen Produktionsfaktoren, Arbeit und Kapital, so hin zu dem Produktionsfaktor Boden, den Standorten zu verteilen, dass im Ergebnis die Kundenwünsche bezogen auf den Preis zu einem festen Zeitpunkt am optimalsten erfüllt werden. Das führt dann aber logischerweise in einem gemeinsamen Markt mit weiterhin getrennten Sozialversicherungen und Haushalten der einzelnen Nationalstaaten zu starken Verwerfungen und Konzentrationseffekten. Und je stärker dieser Konzentrationseffekt wird, desto eher kann der Faktor Bodenbesitzer oder Beherrscher diese Marktmacht auch schon über den Staat, auch ohne schon über den Staat gehen zu müssen, andere Standorte und Marktergebnisse schädigend einsetzen. Zu unsozial und zu unfair kann man eben sowohl über den Markt als auch über den Staat sein. Und da man wohl davon ausgehen kann, dass auf der Unternehmenskapitalseite höhere Marktanteile durch die Synergieeffekte zumindest bis zu einem gewissen Punkt einen selbstverstärkenden Effekt haben, der irgendwann zu solch einer Machtstellung führen kann, dass diese Unternehmen dann auch anderen Unternehmen gleicher oder anderer Branche unfair und marktergebnisschädigend schaden können. Und da dies wohl auch für die Finanzkapitalseite gelten wird und dort Marktmacht noch dazu führen kann, dass die Preise der Produktionsfaktoren ebenfalls Anbieter- und marktergebnisschädigend verzerrt werden können im Sinne eines oder einer Gruppe von Finanzmarktakteuren, vor allem wenn man bedenkt, dass sich die meisten großen Finanzinstitute auch nur untereinander gehören. Und wenn man dann auch noch bedenkt, dass auch der Faktor Arbeit neben der räumlichen nationalstaatlichen Option auch noch nach Qualifikation und Branche getrennt werden kann, beziehungsweise sich auch trennen kann und eben vor allem in diejenigen, die aktuell am Markt gesucht werden und diejenigen, die aktuell eher am Arbeitsmarkt suchen müssen, sieht man eigentlich recht schnell, wo das Problem liegt, das ist überwinden gilt. Es muss eben darum gehen, dass nicht jeder einfach versucht, für sich aktuell das meiste rauszuholen, sondern dass man dabei eben sowohl als Kapitaleigner, als Arbeiter oder Angestellter oder als Standortbesitzer, egal ob als Staat oder privat, hinreichend sozial und fair vorgeht. Oder gemeinsame Institutionen schafft, die das für einen wirklich sicherstellen und dass man vor allem eine faire Verfassung schafft mit Regeln, die moralisch jeder gut finden können sollte. Regeln, die jedem einen fairen Anteil am Marktergebnis garantieren. Aber auch eine Verfassung, die einem das Recht einräumt und die realpolitische Möglichkeit aufrechterhält, dass man sich jederzeit aus dem gemeinsamen Markt, dem gemeinsamen Staat mit einem fairen Anteil an allem zurückziehen kann, wenn man die augenblickliche Verfassung bzw. die Ausübung der Verfassungsrechte als zumindest nicht mehr moralisch für sich selbst als tolerierbar ansieht und man sich lieber mit anderen zusammenschließt, die den eigenen Werten zumindest tolerierbar entsprechen. Wie gesagt, kann eben sowohl
das Marktergebnis wie auch das Staatshandlungsergebnis zu unsozial, zu unökologisch, zu unsicher und zu wenig zukunftsorientiert sein. Dann muss man aus einigen davon oder gleich aus allem davon mit einem fairen Anteil an allem raus können. Es gilt eben wirklich kein normatives Leben. Es gibt eben wirklich kein normatives Leben im Falschen. Eben im unsozial, zu unökologischem, zu unsicherem und zu wenig oder zu wenig zukunftsorientiertem. Da hatte Adorno recht. Also lasst uns das Recht, sich notfalls mit einem fairen Anteil an allem aus jedem Staat und jedem Markt auskosten dürfen, als Menschenrecht fordern. Das in jeder Verfassung jedes Staates und jedem gemeinsamen Markt fest verankert zu sein. Damit sich diejenigen, die sich mit einem fairen Anteil an allem zufrieden geben und sich auch zumindest für alle Beteiligten tolerabel darauf einigen können, wie dieser aussehen soll, endlich zu einem gemeinsamen Suprastaat zusammenschließen können. Aber nur solange man sich einigen muss. Sonst muss man wieder gehen dürfen, mit einem fairen Anteil an allem. Wobei da aber natürlich auch mal Kant zu, um auch mal Kant zu zitieren, beim Faktor Arbeit die Schwierigkeit auftritt, dass die Bürger sowohl Subjekt als auch in Bezug auf die Arbeit auch Objekt sind. Da fair zu teilen ist natürlich spannend. Da muss man halt noch weiter automatisieren. Aber je weniger der Faktor Arbeit am Mensch hängt, der Menschen hängt, desto weniger ist das Kapital auf Menschen angewiesen. Umso wichtiger ist daher das Recht auf einen fairen Anteil und die entsprechende Handlungsfähigkeit, dieses Recht auch durchzusetzen. So. Aber heute sollte es ja nicht nur darum gehen, was sein sollte, sondern vor allem auch darum, wie aktuell die Chancen stehen, dass dies auch bald sein könnte und wer wofür steht. Der momentane Wirtschaftsschaden ist ja das Resultat eines klassischen externen Schocks. Da sieht ja selbst die Schuldenbremse noch genug Spielraum vor, um da erstmal handlungsfähig zu bleiben. Beim Zurückzahlen sieht das sehr wahrscheinlich nochmal anders aus. Und dank des Verfassungsrangs der Schuldenbremse entscheidet darüber das Verfassungsgericht zumindest recht umfangreich mit. Und dessen Haltung kann man nicht alle 4 Jahre abwählen, sondern eigentlich nur langsam ersetzen. Habe ich jetzt von irgendwoher ein Paxo-Court gehört? Das mein. Also da steht aktuell eventuell, also da steht eventu aktuell eventuell gar nicht zur Wahl, wie schnell wir die Schulden zurückzahlen müssen. Aber die EZB könnte da eventuell einer entsprechend gewählten Regierung behilflich sein. Wobei keine Nicht-Investitionsschulden, zumal welche, für die man eventuell mal Zinsen zahlen müsste oder die zu einem festen Zeitpunkt zurückgezahlt werden müssen, wohl praktisch immer vorzuziehen ist. Aber soziales Leid, Klimaschäden oder Sicherheits- oder Zukunftsaussichten einbußen, nur um ein paar Jahre früher schuldenfrei zu sein, hinzunehmen, ist auch selten eine moralisch gute Idee. Ist eben eine Ermessensfrage, für die man schon genügend Handlungsspielraum als Regierung braucht. Verfassungsbremsen sind daher meist, selbst wenn sie auch aus sozialer Sicht für die Gegenwart und Zukunft gut gemeint sind, hinderlich. Und wenn man noch bedenkt, aus welchem Umfeld die Schuldenbremse schon stammt, darf diese soziale Gesinnung doch auch dort schon stark angezweifelt werden. Aber leider ist ja stark zu befürchten, dass nun auch mit Verweis auf Corona und die Wettbewerbsfähigkeit die Sozialabgabenbremse kommen soll. Was besonders irrsinnig ist, da nicht wenige ja gerade versuchen, diesen sozialpolitisch destruktiven Waste-to-the-Button-Steuer- und Abgabenwettbewerb international zu beenden. Und anstatt da mitzumachen, versuchen diese Nachtwächter, Paketebremsenbauer auch noch damit ihre Pakete mehrheitsfähig zu machen. Also ihre Verfassungspakete. Immer so kleine Schlückchen, die gerade mehrheitsfähig sind. Ja, genau. Ist ja noch einiges in der Pipeline. Steuerbeschränkungen und ja, was hier bei der FDP schon alles dabei. Also, oder war es zumindest bei der letzten Woche. Also, das ist auch etwas, das durch Corona eher noch verstärkt worden sein könnte. Das Atlas Network und andere Wirtschaftslibertäre schlafen eben nicht gleichzeitig. Eigentlich müsste man jetzt mal klären, wer für nicht versicherbare externe Schocks zahlt. Es gibt eigentlich immer nur zwei Wege,
um solche Schocks abzuzahlen. Entweder man spart vorher am Konsum oder an nicht so wichtigen Investitionen und legt sich eine Reserve an, oder man spart hinterher am Konsum oder nicht so wichtigen Investitionen. Obwohl einen dritten Weg gibt es bei solchen Ausfällen wie bei Corona auch noch. Man bezahlt einfach den Erhalt seiner Konsum- und Investitionsinfrastruktur schon während der Krise weiter. Dann hätte man nur für die Corona-Bekämpfung Sonderausgaben gebraucht. Also das heißt, dass man halt dass man keinen Konsum, weniger Konsum und Investitionszeug hätte als sonst, aber halt das Nötige weiter bezahlt. Da müsste man das aber dann auch international zusammen so umsetzen oder Rechte darauf haben. Also anstatt noch mehr Freimarktverträge und ungebremste Investitions- und Patentschutz und ungebremsten Investitions- und Patentschutz müsste man dringend mal über sowas verhandeln. Auch für TTIP und Co. gilt, selbst wenn die nicht nur neoproprietären Fortschritt herbeiführen sollen, dürften die aktuell einfach keine Priorität haben. Das ist eigentlich offensichtlich unredlich. Man braucht eben internationale Verträge für hinreichende soziale, ökologische, sicherheits- und zukunftsorientierte Zwecke, für eine Priorisierung der Wirtschaftstätigkeit hin zur gemeinsamen Grundbedarfssicherung und eben für einen fairen, hinreichenden Ausgleich wirtschaftlicher und/oder finanzieller Art. Dazu zählt dann auch ein fairer Investitionsschutz. Der muss dann aber eher aus der gemeinsamen Vermögensmasse erfolgen und nicht in Klammern nur von den Einkommen. Man könnte die internationale Unternehmenssteuer als einen kleinen Schritt in diese grobe Richtung hin zu solchen Verträgen sehen oder eben auch nur als ein kleines Strohfeuer, als eine Art Steve Palmer Linux. In Deutschland ist es der wichtigste politische Schritt, jetzt endlich mal anzuerkennen, dass im freien Markt diejenigen mit den wirtschaftlichsten Standorten einen zu großen Vorteil, zumal noch bei gemeinsamer Währung, haben, als dass man das ohne hinreichenden Ausgleich wirtschaftlicher und/oder finanzieller Art hinnehmen könnte. Um sich da notfalls wehren zu können, brauchen die einzelnen EU-Staaten genügend nationalen politischen Handlungsspielraum. Also definitiv kein Zwang zur Gewährung aller vier wirtschaftlichen Grundfreiheiten, auch bei Unkooperativen. Entsprechende Verfassungsregeln wären natürlich am besten, solange sie keinen unfair überlasten. Also sowas ist aber von fast keiner über 5% Partei, also anzunehmen bei der nächsten Bundestagswahl, zumindest mit einem Sicherheitskonzept, das ich nach meinem aktuellen Kenntnisstand der Parteiprogramme noch durchwinken könnte im Programm. Dann leider höchstens noch von der AfD in Bezug auf den Austritt. Die wollen aber einfach nur aus der EU oder dem Euro raus, ohne eine Ausgleichsunion. Dann stehen wir aber wieder dort, wie nach dem Ersten Weltkrieg. Das ist keine Lösung. Und die sind aber eh sowieso zu rechts und zu heik. Und nur eine gemeinsame Arbeitslosenversicherung für externe Krisen ist einfach offensichtlich in einem Zwangssystem wirtschaftlicher Freiheit zu wenig und wirkt zu stark nach, wir retten nur die, die wir brauchen oder die, die uns sonst gefährlich werden könnten. Aber mehr haben die Grünen und die SPD eben leider auch nicht im Programm. Die Grünen wollen immerhin noch aktiv etwas gegen unseren Exportüberschuss tun. An das Wort hinreichend kann ich mich in diesem Zusammenhang aber auch nicht erinnern. Und die Frage, ob wir nun noch einen unbeschnittenen Verfassungsanspruch auf einen fairen Finanzausgleich innerhalb Deutschlands haben, wird im Wahlkampf bisher auch noch nicht thematisiert. Es hört sich alles nach dem Motto an, für diesen einmaligen externen Schock Coronavirus haben wir eine großartige Einmal-Kooperationsleistung hingelegt. Und auch weil wir es für uns selbst brauchen. Außer in solchen Krisen ist aber schon alles super und toll und kann so bleiben. Wir müssen noch für uns selbst schauen, dass wir weiter gewinnen. Vielleicht ein paar Placebos wie die globale Unternehmenssteuer bei 15%. Dann mehr als bei der Küche 10. Dann passt schon alles. Ein Ausgleich ist entweder nicht möglich oder findet schon statt. Also Agenda 2030 wollen wir zwar auch, aber Markt und wirtschaftliche Freiheit kommt vor. Ein freier Markt ist schon fair. Jeder, der das anders sieht, ist ein schlimmer Nationalpopulist. Unser Exportüberschuss nutzt allen. Also das klingt alles nicht sonderlich nach hinreichender Einsicht und Entwicklungswillen.
Letzteres ist aber nötig, denn die internationale sozialdemokratische Staatsgewalt ist aktuell sehr unterentwickelt. Und was Deutschland betrifft, wissen wir nicht mal, ob unser Überschuss nicht nur ein Einmaleffekt war, bis der neue gemeinsame Markt sich wieder konsolidiert hatte bezüglich dieses Zusammenschlusses und wir dann diejenigen sind, die all das brauchen, was wir jetzt ablehnen, beziehungsweise nicht einfach jetzt schon für alle fordern. Schlusssatz für heute. Nach einem nachhaltigen international sozialem und fairen Kurswechsel sieht es bei und mit dem aktuellen politischen Personal für diese Wahl noch nicht aus. Da muss bis zur nächsten Bundestagswahl viel nachhaltiger, sozialer, auch nach außen, ökologischer, sicherheits- und zukunftsorientierter Druck eben auch von außerparlamentarischer Seite erfolgen. Und 2025 müsste endlich auch mal mindestens eine Partei an den Start gehen, deren Abgeordnete genau für diese Prinzipien und Ziele hinreichend und hinreichend sicher genug stehen. Da muss man dann aber auch bereit sein, selbst mitzumachen. Ende.